Er hat Luft gezogen. Die Frage ist, will er sich hier in die Unendlichkeiten stürzen oder nicht? Ich hopfe auf jeden Fall mal runter. Das war klar. Herr Stumpen, wollen Sie nicht mit uns irgendwie ins Gespräch kommen? Der ist doch wunderschön, Leute, oder? Da unten ist ein kleines Krokodil, Alterle. Was machst du denn? Oh, es könnte sein, dass das Krokodil hier nicht hochkommt. Servus, meine Lieben. Willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit eurem Alderle. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Hier geht's heute weiter, Leute. Der rote Gasbag ist da unten in Gefahr. Den werden wir jetzt erstmal von Gefahr befreien. Und dann versuchen wir, das gute Tierle zu zähmen. Ein Weibchen, Level 20. Der hat nicht ganz so viel Torpor wie der letzte. Auch vielleicht können wir den sogar schon ein bisschen wegpullen hier. Da unten würde ich ihn gerne reinpullen. Gucken wir mal eben. Gucken wir mal eben. So, ich habe schon mal auf jeden Fall angeschossen. Das heißt, er kommt jetzt erstmal auf uns zu. Ich will heute auch versuchen, die Tipps zu beherzigen, dass ich ihn mehr oder weniger in den Mund treffe, wenn er gerade Luft saugt, ne? Das sind Bären, das ist gar nicht gut. Die müsste ich jetzt natürlich erst wegmachen. Guck mal, vielleicht können wir uns hier oben hin verzischen. Da ist auch ein Bär. Ist natürlich jetzt hier gerade die Hölle los ist. Oh, da sind ganz viele Bären. Dann würde ich fast sagen, ich pull ihn wieder hoch. Wenn jetzt die ganzen Tiere hier wegmachen, sind wir wahrscheinlich ewig beschäftigt. Komm mal du her. Du wartest ja eh nur auf mich, oder? Ich muss es halt im Auge behalten jetzt. So, der ist schon mal weg. Da kommt auch einer angeflogen. Welches Level, mein Freund? Welches Level? 15er. Gegen die Geschichte hier. Das sollten wir vielleicht einfach mal ein bisschen ums Eck. Die kommen jetzt hierher, ne? Ist klar. Alle drei. Gar nicht gut. Mal gucken, ob unser Agi das hinkriegt. Darf sich halt nicht verkeilen, ne? Die müssen wir wegmachen, Leute. Sonst haben wir hier überhaupt keine Chance. Den Dry kann man schon weg. Ich hau mal nur auf den Rex. Das Strike hilft bestimmt mit. So, ich brauche natürlich jetzt gleich wieder ein bisschen frische Energie. Der Rote lebt noch. Die Bären machen dem offensichtlich nichts. Ach so, die corrupte Tiere, die helfen zusammen wie ein Rudel, ne? Okay, der mutierte Rex ist kaputt. Der Rote ist da unten unterwegs. Das passt soweit. Ein bisschen würde ich gerne auftanken. Ich sehe auch keine anderen Corrupted. Den hier noch. Wenn wir den noch wegkriegen, haben wir es geschafft. Oh, der macht gut Schaden. Der macht gut Schaden. Jetzt haben wir den, Leute. Sehr schön. Agi in Action. Ich weiß nicht mit den Bären. Kann denn Agi, wir können doch den Bär tragen, oder? Den würde ich dann einfach wegbringen. Geht nicht, ne? Mache ich ihn weg. Ich will den Roten hier in aller Ruhe zähmen können. Das muss irgendwie drin sein. 104 Damage macht der Bär, Leute. Der geht ja ab. Ist bestimmt ein super hoher. Kommt der Bär? Der kommt. Ein bisschen würde ich gerne Energie, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer wegfliegen und rumdrehen. Er blutet halt schon mal. Das ist schon mal gut. Den Hammer, Leute. 130er Bär war es, ne? So, lieber Agi. Wir machen weiter mit. Ich ziehe einfach mal drauf, solange hier kein Viech kommt. Jetzt, ne? Genau in den Mund. Wie sieht es torbautechnisch aus? Naja, nicht ganz so viel, wie ich es mir gewünscht habe, aber besser als nichts. Boah, jetzt ist er natürlich voll gedunsen. Voll aufgeblustert, der Gute. Egal, ich schieße trotzdem weiter drauf. Es ist ja nicht unendlich viel Torpor, was der hat. Weiter wegrennen. Tanken können wir den schon. Dafür haben wir genug. Oder ist wieder ein Bär. Muss ich ein bisschen aufpassen. Boah, Alterle. Zieh mal besser Luft. Jetzt ist er am Abhauen. Wir gehen hinterher. Erstmal wieder die Lage einschätzen. Oder hat er aber einen guten Flug jetzt gekriegt. Und was haben wir hier? Natürlich ein Problemfall. Ich würde die ja gerne wegpullen von dem. Das Problem ist aber... Okay, weiter. Die fliegen dem natürlich hinterher. Wir mit. Wir dürfen nur ihn nicht so arg stacheln. Die kämpfen überhaupt nicht gegen uns, ne? Die wollen jetzt den roten Blatt machen unbedingt. Einen haben wir. Einer ist noch offen.
Wie viel Leben hat unser Gasbeckle noch? Oh, geil, und Torpor hat auch gut hingehauen. So, wir machen weiter auf dem Peterle hier Action. Bisschen Energie haben wir noch. Er fliegt natürlich weiter. Oh, das reicht dann nicht, Digga. Du wirst runterstürzen. Nee, es hat ihm gereicht. Der ist voll der gute Pilot. Jetzt hoch in die Röhre rein. Das wäre ideal. Alter, der geht über die Map, ne? Dieser Stumpen hier, der hat halt so viel Action und Energie in sich. Ich muss den wegmachen. Das hilft nichts. Jetzt haben wir den. So, das hat schon mal geklappt. Er fliegt weiter. Wir mit schöner grüner Stumpen da oben, Leute. Guck mal. Wow. So, wo bist du gelandet? Natürlich in einem Feld voll korrupter Tiere. Den muss ich wegmachen, dann können wir ihn vielleicht hier erledigen, Leute. Oben ist er. Der zieht wieder Luft. Den hast du gut erledigt. Dankeschön. So, ich steige ab. Wir müssen ja ab und zu auch mal wieder schießen. Er kommt. So, Leute. Hier hat es natürlich immer noch jede Menge Feinde. Ein Schubser ist kein Problem. So, ich muss immer in der Nähe des Agis bleiben, sonst haben wir das Problem, wenn niemand kommt. Der Raptor Klaus, der ist wichtig jetzt. Ich habe ihn ins Bäuchle getroffen. Komm mal her, wir fahren mit dem Agi hinterher. Wir fliegen mit dem Agi hinterher. Okay, hier oben ist er. Ich mache hier einen Stopper. Runter. Und... Oh ja, da oben wird er ja richtig sicher sein. Wie viel Torpor hat er denn bis jetzt? Pass auf, wenn der dich schubst. Ah, jetzt habe ich den Moment verpasst, leider. Wir können ja mal mit der Flinte ein bisschen. Geht vielleicht doch ein bisschen mehr, ne? Wow, das ist knappe Geschichte immer mit dem. So, jetzt stelle ich mich mal mehr gegen die Felswand. Ja, ja, mach du nur meine Rüstung kaputt, ist kein Problem. Nehme ich dir nur bedingt übel. So, wie viel Torpor? Jo, den kriegen wir doch. Den kriegen wir, Leute. Jetzt zieh mal wieder Luft, Alter. Schade, jetzt hat er gerade ein bisschen abgehoben. So, hinterher. Immer gleich gucken, wo er hinfliegt. Lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen zum Saubermachen gleich. Hier ist Wasser. Ich sehe aber keine Tiere. Ich sehe hier alles gut, Leute. Scheint eine ruhige Ecke zu sein im Moment. Okay. Er hat sich noch einen Schuss gelöst. Aber der ist im tiefen Wasser. Ich glaube nicht, dass das so gut ist gerade. Jetzt haben wir mal wieder getroffen. Kommt er jetzt zurück? Ne, er versucht immer noch zu flüchten. Scheiße. Mal zurück. Da oben war es ruhig. Da unten ist bestimmt die Hölle los jetzt. Ark hat irgendwas heute. Was macht er denn jetzt? Er hat Luft gezogen. Die Frage ist, will er sich hier in die Unendlichkeiten stürzen oder nicht? Ich hopfe auf jeden Fall mal runter. Na, es war klar. Gott im Himmel, welche Brondos. Brondos sind jetzt Problem. Nein, das ist die Scheißschlucht, Leute. Das ist die Scheißschlucht. Da wäre aber der grüne Peterle. Ich guck mal, irgendwelche Megalos sehe oder so. Nee. Wenn er zieht, wieder Luft. Natürlich in einem Moment, in dem wir nichts anfangen können. Ich ziehe einfach durch. Der bleibt hängen, ne? Der bleibt hängen. Komm mir im Agi näher hin. Jetzt warte mal, der müsste ja auch gleich wieder Luft ziehen. Wie viel fehlt denn noch? Nicht mehr viel, Leute. Wir haben den jeden Moment.
Jetzt komm, flieg halt um, Digga, bitte. Flieg nicht wieder weg, hier ist gerade ruhig. Alter, bitte, stürz um. Es war klar, der muss jetzt noch eine Stufe runter. Das ist sonst wäre es nicht unser Tier, Leute, wenn er... Nein, es war so klar. Es war sowas von klar. Jetzt hängt er da im Wasser rum. Ich schätze mal, dass das nicht gut ist. Der versauft da, wenn ich ihn hier zähme, ne? Nochmal rüber. Versauft er da oder nicht? Das wäre die Frage, oder... Lass mich mal kurz gucken. Nee, da wäre er nicht versoffen. Ich kann hier einfach absitzen, so machen und dann ziehe ich nochmal durch. Den haben wir doch jetzt mit dem Pfeil. Das passt genau. Komm, schieß, Alterle. Flieg um! Er muss nochmal weg. Er muss nochmal weg. Es ist einfach so, dass er nochmal weg muss. Er landet aber wieder auf derselben Stelle. Er müsste doch jetzt mal betäubt sein, langsam, der Gute. Jetzt liegt er, Leute. Er schläft. Okay, okay. Ich hab's gesehen. Du hast dich gewunden wie eine Made. Funktioniert. Da liegt er, Leute. Er schläft. Wir haben den. Wir haben den, glaube ich. Aber ich freue mich erst, wenn wir daheim sind damit. Alle, wunderschöner Roder. Flupp. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie lange liegt er hier. Du liegst ja nicht irgendwie im Wasserfall, oder? Sauerstoff? Alles gut, Leute. Den haben wir. Oh, was eine Aktion. Aber wir haben noch nicht mal die Hälfte der Folge. Das sieht also noch ganz gut aus. Fasern und Stroh. Ich habe natürlich den grünen Peterle jetzt gesehen. Und irgendwas sagt mir, dass wir den wollen. Fasern und Strohbäume hat es da unten jede Menge. Da hinten hat es auch einen Baum. Den lasse ich jetzt mal da liegen. Wir behalten das natürlich im Auge. Indem wir hier die Corrupted schon mal wegmachen, würde ich sagen. Ja, komm, die kommen doch sowieso später dahin. Nee, lass dich mal da ziehen. Der grüne Peterle ist ziemlich weit jetzt da hinten gelandet. Ja, hole ich mir mal den Baum erst. Leute, ich bin gespannt, ob das hinhaut. Einen Sattel haben wir. Wir können also rumprobieren. Allerdings ist halt kein super hohes Tier. Das heißt, der wird auch wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie ich es gerne hätte. Steinschleuder kann weg, das kann weg. Dann würde ich mein Werkzeug wieder drauf machen, dass ich schon mal wieder alles parat habe. So, erstmal den Baum. Vielleicht holen wir uns den grünen Peterle noch. Das wäre so die Idee gerade. Fasern. Die nehmen wir auch noch mit. Guck mal, dass die Corrupted da nicht ums Eck kommen jetzt, die wir vorhin gepullt haben. Okay, Bola. Ich würde sagen, 5 Stück. Oder was auch immer. Das reicht, genau. So, Leute, jetzt gucken wir nach unserem Gasbäckler, ob er einigermaßen sicher liegt. Dann haben wir zumindest eine außergewöhnliche Farbe, wenn wir schon kein hohes Tier haben, ne? Er liegt hier. Und was auch immer das da hinten ist, ist lauert da. Mutierter Rex Level 10. Das ist die große Frage jetzt. Gibt es die Chance, dass der hier hochkommt? Bestimmt. Bei Ark weiß man nie. So, ich gucke mal, ob ich das grüne Peterle nochmal irgendwo finde oder ob das jetzt für immer verschwunden ist. Der ist hier irgendwo rumgesaust, aber... Jetzt bewegt sich der Rex da hinten, Leute. Ich halte einfach mal das Gebiet im Auge. Das wird jetzt eher eine Durchhalterunde für uns alle. Werden wir den roten Bümpel... Wir müssen halt in die Stadt kommen mit dem irgendwie. Guck mal, der Rex, ne? Als ob der das ahnt, dass da oben jetzt für ihn was liegt. Der findet mit Sicherheit seinen Weg. Aber dann werde ich ihn blocken. Von oben runterfliegen tut im Moment nichts. Du bist natürlich nie davor gefeit, dass es nicht doch passiert. Und den grünen Herrn Peterle, den finde ich auch nicht mehr, Leute. Den sehe ich auch nicht mehr. Der war irgendwo hier in dem Gebiet. Jetzt kommt es natürlich auch ganz drauf an, wie lange wir brauchen, bis der Rote gefuttert hat. Ich fliege mal hin zu dem. Agi hat wieder ein bisschen ein Level up. Dann kriegt er natürlich von uns einmal auf Ausdauer, weil das fehlt ihm in letzter Zeit. 8,8% bei einmal futtern, Leute. Ist nicht sehr effektiv halt, ne? Beziehungsweise effektiv ist es schon, aber das dauert eine Ewigkeit, bis wir den haben.
Das ist wieder ganz geschickt, wie ich hier stehe. Okay, es klappt, aber es klappt. Okay, das dauert eine Weile, Leute. Müssen wir uns irgendwie beschäftigen? Nach Möglichkeit. Ist das ein Corrupted hier? Nee, ne? Nach Möglichkeit gucke ich mal, ob ich uns noch ein Gasback da runterzähle. Vielleicht, dann haben wir gleich zwei. Jetzt kommt das wieder, ne? Der Übermut. Der liegt hier einigermaßen sicher. Es sei denn, da oben stürzt irgendwas runter, was Hunger hat. Da ist ein Bär. Da liegt er, Leute. Oh, ich bin so gespannt, ob das was wird. Gut, jetzt gehen wir mal vom Besten aus, würde ich sagen. Faultier. Da hinten haben wir Korrupte nochmal. Ich gehe mal hier aufs Felsele. So. Raptoren. Raptoren, die dürfen jetzt auch nicht darunter stürzen. Die machen wir jetzt weg. Einen haben wir. Zweiter. Wahnsinnsaktion, so Viechle da zu holen, oder? Wo ist denn der letzte jetzt? Da ist er. Knappe Geschichte, der wollte gerade springen, ne, der Hund. Ne, du musst den anders anpacken, sonst wird es nichts. Jetzt rum und dann schnappen. Wahnsinn, Leute. Nein! Nein! Helf mir! Boah, Alter, da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber echt Glück gehabt jetzt, dass der Alterle das gepackt hat, Leute. Das war auch wieder so knappe Geschichte. Wow, 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 wow. Bo, bo. Bo, bo, bo. Ich muss Energie tanken. Das heißt, wir werden jetzt gleich angegriffen. Die sehen doch mein Gasback, oder? Ich sehe es doch schon. Ja, ja, guck mal, wie nah der dran ist. Ey, Alter. Schön rum immer. Immer rum, immer draufhauen, Alter. Ich gucke auf dein Energielevel. Wenn wir runter müssen, sage ich es dir. Bloß nicht in die Schlucht reingucken jetzt. Meine Fresse, ey. Ist hier was los? Jetzt muss ich eigentlich kurz landen, Leute. Ja, dann lassen wir uns halt mal kurz ein bisschen schlagen, bis wir wieder Energie haben. 3, 2, 1 und ab. Jetzt hau nieder, den Idiot. So, gib mir deine Noodles, gib mir deine Noodles. Leute, ich glaube, wir brauchen jetzt gar keinen zweiten, oder? Ich glaube, wir brauchen keinen zweiten. Ich hoffe, dass der es hier packt irgendwie. Ich guck mal eben von hier. Oh. Dich habe ich jetzt auch nicht berechnet. Kurzer Moment. Ist das eine Aktion, hier mal geschwind das hier Viech zu holen? Ohne Witz. Wahnsinn. Abnormaler Fall irgendwie. Gleich die Nudels geholt, der hat es verdient. So, jetzt gucke ich nochmal. Wo ist er? Da unten ist er. Momentan ist er unbekämpft. Er liegt einfach da, chillt vor sich hin. So muss das sein. Okay, 26,3%. Bei 8,16,24 hat er dreimal gefressen, schätze ich jetzt mal. Das heißt, er wird jetzt noch... Ja, das müsste reichen vom Torpor. Ich gucke gerade, ob es reicht. Wir halten ein Auge drauf. Ich werde gleich ein paar Bären holen zur Sicherheit. Soweit ist es klar. Es dauert halt eine Weile, aber das kriegen wir hin. Agi hat auch wieder sein Level abbekommen. Das ist sehr gut. Dann nehme ich mal ein bisschen Nahkampf mit rein. Was ich auch prüfen wollte, ist, ob ich jetzt reparieren kann zufällig. Jo, können wir. Können wir. Was ist denn das hier? Mutiertes Herz, Rohstoff, das Herz eines mutierten Dinosauriers. Davon brauchen wir welche für die Titanen beschwören, glaube ich, ne? Schön, dass wir mal was haben.
Die spawnt es? Nee, ne? Coole Geschichte, Leute. Würde ich sagen. So. Lieber Gasbag, ich hoffe, du überlebst die Geschichte hier. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Den grünen Pederle, den habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ich werde hier mal ganz kurz einen kleinen Mini-Rundflug starten. Aber wirklich nur Mini. Der Rex sucht sich bestimmt auch noch seinen Weg hier hoch, so wie ich den kenne. Da hinten ist der Grüne. Was war denn mit dem gerade? Der hat gerade irgendwas kaputt gemacht. Es war wie eine kleine Explosion, Leute. Da ist der Grüne. Welches Level hat denn der? Den könnte man sich holen. Wenn den will ich auch noch jetzt mitnehmen. Den hätten wir uns jetzt schon verdient, ne? Die Frage ist, ich müsste die Bola geschwind auf die 2 legen. Und ab darf halt nicht vom Tier runterfliegen jetzt. Können höchstens mal Folgendes machen. Das war klar. Wir müssen näher hin. Herr Stumpen, wollen Sie nicht mit uns irgendwie ins Gespräch kommen? Der ist doch wunderschön, Leute, oder? Der kommt jetzt hier wahrscheinlich rumgeflogen und wenn ich hier landen könnte, hätten wir den. Ja, hier kann ich landen. Wo ist er? Ich habe das anders berechnet. Ich hatte das anders berechnet. Nochmal drauf. Ja, Alter, le is. Trink. Wo ist denn der jetzt hin? Da unten ist er jetzt. Hä? Ich habe den gerade eben gesehen, wie der hier rumgeglitscht ist. Jetzt ist er ganz da hinten auf einen Schlag. Oh je, er geht runter. An der Stelle, die gar nicht so wichtig, witzig ist, finde ich. Da unten ist ein kleines Krokodil, Alter. Was machst du denn? Oh, es könnte sein, dass das Krokodil hier nicht hochkommt. Okay. Es ist an ihm vorbeigeflogen. Habe ich ihn getötet? Ah, ich habe keinen Romatten dabei, oder? Dann halt mit normalem Fleisch. Der ist jetzt eh nicht so übergroß. Der ist eh nicht so übergroß, Leute. Das Krokodil ist vorbeigeflogen. Hast du es gesehen? Hammergeschichtle. Das müsste reichen für den. Das ist ja einfach nur für die Farben. Wir machen ja so eine Art Disco-Wohnung, weißt du, bei uns oben? Ich bin gespannt, aber den kriegen wir normalerweise, Leute. Da sind die Kaimane. Da hinten ist doch die Hölle los. Farblich wäre es auf jeden Fall geil. Wird geil zu unserer Burg passen. Wenn wir den jetzt kriegen, schnappe ich mir den, fliege mit euch hinteren, dann warten wir auf das Gasbäckle. Ich guck mal, wie weit er ist. Okay, der frisst nicht viel. Den haben wir normalerweise bald. Soll ich mit dem Agi ein bisschen sauber machen hier? Wie sieht's denn aus mit deinem Hunger? Ich habe auch nicht damit gerechnet, sonst hätte ich Raw Mutton mit, ne? Der müsste doch bei 50 normalerweise futtern, oder? Sind wir gespannt. Torpor nimmt gut ab. 51. Nee, braucht mehr noch. Geh mal nicht so weit weg vom AG mit dem Krokodilen hier. Da hinten, die habe ich noch nie gesehen, richtig. Die sind ja auch irgendwie fett, oder? Der kommt auch genau auf uns zu. Ich würde sagen, machen wir nicht lang rum. Tschüss. Tschüss, Kaimanle. So, und bam, weg haben wir den. Der ist schon mal weg. Den anderen sehe ich jetzt hier nicht mehr. Bitte einmal fressen nur. Kommt ein etwas größerer. Welches Level? Wie viel Leben? 105. Der hat jetzt sehr viel Leben. Der kommt. Ich weiß jetzt nicht mit der Rolle, ob der mich vom Vogel holen kann. Das weiß ich nicht. Wenn wir Pech haben, macht er uns jetzt platt.
Wenn ich aber hinten bleibe, kann er mich doch normalerweise nicht schnappen, oder? Schöne Farbe hätte er gehabt. Und? Es war klar, dass du das gesehen hast, ne? Du riechst Futter. Ein Stück. Müssten wir jetzt aber normalerweise auch gleich mal haben irgendwann. Ich habe bestimmt jetzt Hammer. Sehr schön. Agi ausruhen. Kurz gucken, wie weit er ist. Okay, noch einmal fressen, Leute. Sehr schön. Ist kein hohes Tier, aber mir gefällt er unheimlich gut, ne? Dann gehen wir zum Gasbäckle zurück. Ich bin gespannt. Schöne Runde, schöne Runde. Was haben wir jetzt insgesamt? 3 Runden mit Vorbereitung, Karottenwarten. Waren es schon einige Runden. Umso mehr freue ich mich natürlich, wenn das hinhaut, ne? So, guck mal, weil die sind teilweise hier im Schatten. Nahrung 57. Ja, das geht jetzt recht zugig normalerweise. Dann haben wir dieses wunderschöne Peterle hier. Geile Farbe. Grasgrün. Unser Gasbäckle wäre rot. Das will ich schon so, wenn wir schon so Event-Tiere haben, will ich schon auch ein, zwei so meine Reihen mischen, ne? So, meine Lieben, gleich Hammers. Die Frösche brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Guck mal, das kleine Krokodil, das ist jetzt frisch irgendwo hergekommen und hat das große aufgefressen, das noch so rumlag, den Kadaver. So, komm, friss, Diggerle. Die Bonuslevel sind natürlich schade. Weil es nicht viele sind bei so einem kleinen Tierle, ne? Benommenheit, das passt, das geht sich genau auf. War das bei 40 oder muss er noch weiter runterhungern? Offensichtlich noch weiter. Dem Krokodil traue ich nicht da hinten. Ich bin gespannt, ob es langt. Wie haben wir dich eingestellt? Eigentlich auf neutral, das ist gut, dann hilft er zumindest mit. Bei 30... Dann wären es genau 50 Hungerpunkte, ne? Schauen wir mal. Wow, was eine Aktion. Ich freue mich jetzt schon aufs Ausbauen der Basis, Leute. Und? Jo, wir haben den. Jetzt natürlich ein Tier mehr, das wir heimbringen müssen, sicher. Oh oh. Wir klitschen gerade zwischen dem da drin irgendwie. Mein Alterle hängt hier fest. Jo. Ein Sattel brauche ich keinen ausrüsten. Und bauen kann ich, glaube ich, keinen, oder? Raptor-Sattel. Ne, uns fehlen Fasern und... Oh, ist das bescheuert. Ich hänge genau zwischen den zwei Viechern jetzt hier drin, ne? Oh, okay, alles klar. Wir haben uns ein bisschen Platz gemacht. Alter Schwede. So, jetzt muss ich nur noch das andere Viechle wieder finden, dann haben wir es, Leute. Ist der dabei? Er ist dabei. Er ist natürlich corrupted, irgendwo sind in der Luft, kann der auch gleich tot sein. So, ein Stückle sind wir geflogen, da hinten war das irgendwo. Beim Wasser, ne? Ich bin gespannt, ob wir die heil heimkriegen, beide. Da unten ist wieder so einer, ein Korrupter, links fliegt auch einer. Und jagt, der Rex ist noch da unten unterwegs. Ich sehe unseren Gasback da oben. Aber in Gefahr jedenfalls, ne? Gefahr in Verzug, würde ich mal sagen. Weil dieser Stumpen hier, der wird auf jeden Fall Ärger machen, schätze ich. So, Leute, ich bin gespannt, wie viel Prozent er hat, ob wir den heute kriegen oder beim nächsten Mal erst sehen werden. Ich mache hier wieder die Landung. Mal gucken, wo... Bin ich jetzt erschrocken? Mal gucken, wo der sich hinsetzt. Schön ist der, Leute. Bin mal gespannt, wie lange wir den haben. 70,2%. Okay. Benommenheitslevel passt. Mach ich mal Y. Setz dich einfach da ab, wo du jetzt bist. Direkt beim Gasbäckle. Ich würde weiterfliegen. Und das ganze Ding hier im Auge behalten. Jetzt sitzt er. Also, die zwei Tiere, Leute. Signalfarben haben sie, da kann man nichts sagen. Ich glaube nur nicht, dass es heute reicht. Mit seinen 70%. Grob überschlagen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen kleinen Cut wieder und gehen in der dritten Folge dann her und versuchen, die heimzubringen. Hier ist jetzt momentan gerade ruhig. Kann sich natürlich ändern.
Lass uns noch eine Minute hier ausdauern, beziehungsweise ausharren, dass er noch einmal gefressen hat wenigstens. Und dann würde ich beim nächsten Mal weitermachen. Bloß nicht in die Fluten reinstürzen. 70,2%. Nahrung ist er bei 66. Und dann dauert es eine Weile, bis er nochmal frisst. Ja, der kommt jetzt auf 78% knapp dann. Leute, aber er liegt noch da, noch hammern. Der Bewusstlos-Level ist auf jeden Fall langsam am Abnehmen, wie der Zähmungslevel steigt. Das heißt, es ist gut so. Jetzt hat er gefressen gerade. 78%. Leute, beim nächsten Mal wird er fertig. Ich würde einfach sagen, zur Sicherheit, weil hier halt wirklich jede Minute was passieren kann, mache ich nur einen Cut, hole euch direkt rein bei den 78%. Vielleicht lasse ich ihn einmal fressen, dass wir das zusammen durchstehen. Ne? Und dann gucken wir mal, wie wir das heimkriegen, das Paket. Diese zwei Viecher. Freue ich mich drauf. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Extinction-Folge wieder. Ansonsten, wer mehr Bock hat auf Ark, morgen kommt Ragnarok, wie immer. Momentan noch weiter im Wechsel mit Extinction. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Bis dann.